high. Let my fingers quickly fly. La 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 Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Christian Lieder. Ich arbeite in Deutschland, in Karlsruhe, als Lehrer an einer Schule für Kinder mit Verhaltensschwierigkeiten und mit Schwierigkeiten dabei richtig zu lernen. Use, Muse. Use, Muse. Akka, Daya. Akka, Daya. Aya, Daya. Ich bin Kindergärtnerin seit 10 Jahren und jetzt bin ich das erste Mal hier in Gaza mit Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiner. Und ja, jetzt haben wir versucht, hier eine Spielgruppe aufzubauen in kürzester Zeit. Und es sind viele Kinder hier, wie Sie sehen. Und ja, möchtet ihr noch bitten? Wie fühlst du dich? Ja, es ist sehr heiß. Sehr schwierig, um zu arbeiten. Aber ich denke, es gibt viel Arbeit hier zu tun, ja, für die Kinder. Wie fühlst du dich, die Verhalten der Kinder hier? Ja, also es gibt Kinder, die sind sehr zurückhaltend, sehr scheu. Und dann gibt es natürlich die Kinder, die sehr aggressiv, wild, hyperaktiv sind. Also ich denke, man sieht hier verschiedene Kinder mit verschiedenen Problemen. Gut, danke. Oh, what the heck?
Ich heiße Peter Elf. Ich bin hier für die Eurythmie. Eurythmie ist 100 Jahre alt und hat den Auftrag, Sprache oder Musik in Bewegung umzusetzen. Mit den Kindern mache ich verschiedene Bewegungen, aber auch Eurythmie und hauptsächlich zur Stärkung der Eigen- und Sozialkompetenz. Ich fühle mich ziemlich müde, ziemlich verschwitzt, aber es ist ein Abenteuer. Beginnen wir mit einem Langzeitprojekt bis zum Ende des Kalenderjahres. Was wir machen ist, wir versuchen die Selbstheilungskräfte der Kinder nach den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und den bewaffneten Kräften des Gazastreifens zu stärken und ihnen dabei bei der Bewältigung der traumatischen Erfahrungen zu helfen. Wie wir das machen, wir haben verschiedene Methoden, unter anderem mal therapeutische, mal pädagogische Methoden, wo es darum geht, Ausdrucksmöglichkeiten für die Kinder zu bieten, die ihnen helfen, das Unaussprechbare nach außen zu bringen. Wir haben Gruppen, die machen Geschichten, die erzählen Geschichten. Da geht es darum, Anregungen zu bieten für die Fantasiekräfte der Kinder, Fantasien anzuregen, neue Bilder entstehen zu lassen, die nach dem Krieg vollkommen zusammengestürzt sind. Notfallpädagogik bei den Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners. Das ist unser Verein, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners in Karlsruhe in Deutschland.
Wir arbeiten hier in Gaza jetzt das dritte Mal. Die Organisation war im Februar nach dem Krieg, letztes Jahr im Juli und jetzt einfach ein drittes Mal da. Wir haben auch weiter vor, hier zu arbeiten. Wir kommen im August kommen wir wieder und auch im Dezember. Wir haben hier bei den Samunis hier in der Al-Satun-Area haben wir jetzt angefangen, ein Kindercamp aufzubauen, ein sogenanntes Child-Friendly Space. Jetzt in den Ferien, erstmal ist es jeden Tag für die Kinder. Hier wird zum Beispiel gemalt, draußen wird Eurythmie gemacht, also eine Art von Bewegungskunst. Wir arbeiten mit Erlebnispädagogik, Kunsttherapie, ganz verschiedene Sachen. Unsere Organisation ist also eine Waldorf-orientierte Organisation. Das bedeutet, wir arbeiten mit den Kindern auf Grundlage der Waldorf-Pädagogik und versuchen so mit den Methoden mit ihnen zu arbeiten, dass sie auch mit ihren traumatischen, Erlebnissen besser umgehen können. Es ist heute der zweite Tag hier in dem Camp. Das würde ich sagen, klappt für die Verhältnisse hier alles ganz gut. Wir arbeiten jetzt hier die ganze Woche. Wir arbeiten auch die palästinensischen Volunteers hier ein. Die machen ihre Arbeit auch sehr, sehr gut. Und ab nächste Woche oder ab Samstag werden sie dann das Camp hier weiterführen, alleine, ohne uns. Wir kommen im Oktober wieder und hoffen, dass bis dahin alles gut laufen wird und freuen uns dann wiederzukommen und mit den Menschen hier weiterzuarbeiten und mit den Kindern. Jolly time.